Wurf, Leute, ich bin's, der Herkules. Ich hatte heute so einen richtigen, flauschigen, tollen Tag, weil ich war spazieren und habe neue Freunde kennengelernt. Und natürlich haben wir euch mit meiner Mami mitgenommen. Wir sind in die Praterallee gegangen, dort gehe ich wahnsinnig gern hin. Als erstes habe ich natürlich alles ordentlich markiert. Und dann gingen wir in die Hundezone. Das macht total Spaß, weil dort kann ich mehrere Hunde treffen. Und schaut, da habe ich so eine wunderschöne junge Dame gesehen. Gleich musste ich zu ihr laufen. Hallo Sexy, hast du schöne flauschige Beine? Danke, und du bist ja auch voll süß. Hey, Finger weg, das ist meine Frau. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die Dame vergeben ist. Wurf, Jungs! Hallo, Herkules! Die meisten Hunde und Menschen treffen sich in der Hundezone bei so einem Brunnen. Das ist ganz praktisch, weil dort können wir Hundis auch ein bisschen was trinken, bis die anderen kommen. Hallo, Herkules! Hallo, Herkules! Wurf, was geht? Hey, schau, der Otto ist auch da. Wuff, was geht? Ich wünsche euch allen einen schönen flauschigen Tag. Und das ist Pünktchen. Hör auf, an meinem Pimpi zu schnuppern, die Kamera läuft. Na, Herkules, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel, ich warte hier auf meine Freunde. Tja, ich weiß nicht wie du, aber ich trinke sicher ein bisschen Wasser, es ist sehr heiß. Deshalb macht mir meine Mami auch das Fell nass. Ah, da sind sie ja, meine neuen Freunde. Alle drei sind auch Gartenwölfe und das hier ist ein Bub und heißt Fennec. Und diese bezaubernde junge Dame heißt Pia und sie ist total lieb. Und die wunderschöne blonde Dame heißt Cosi. Es hat total Spaß gemacht und wir haben auch viele andere Hundis kennengelernt. Und ich war dann total müde und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich einfach nur viel Wasser trinken müssen und habe mein Bäuchlein am Boden abgekühlt. Ich hoffe, unser Ausflug hat dir Spaß gemacht und falls ja, vergiss nicht auf einen Daumen hoch oder auf einen Kommentar. Du kannst gerne auch Mamis Kanal abonnieren, sie wird dich sicher freuen. Und vergiss nicht, ihre Seite auf Facebook, Instagram und ihre Webseite zu besuchen. Und ich wünsche euch noch einen flauschigen Tag. Danke fürs Zuschauen und freue mich, euch bald wiederzusehen.